Willkommen zur weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2017 mit am Start der Roro. Ja, hallo. Und der Fanta. Ja. Und Roro stöhnt schon wieder gelangweilt. Ja. Warum denn, Roro? Nix. Also. Die gucken mehr. Wie war das doch bei Notruf Kalifornien, wo Roy und Johnny das alte Feuerwehrauto gekauft haben? Was stöhnst du denn so? Ja, weil wir den Motorblock wahrscheinlich vergessen können. Hm. Ah, dann passen sie ja wunderbar mit der Antriebswelle zusammen. Die kannst du nämlich auch vergessen. Wie das auch kommt, ist. ...58% schon wieder voll davor im Speicher. Oh, noch besser kommt ja kurz vorher. Captain Stanley, kommst du den Jungs? Hat einer von euch ein Feuerwehrauto gekauft? Ja, das waren wir. Ja, der Typ, der ihn euch verkauft hat, hat gerade angerufen. Er kommt später, weil er ihn ziehen muss. Ziehen? Ja, er muss ihn ziehen. Er sagte, die Hinterachse würde ein ziemlich hässliches Geräusch machen. wie das so kam, die Hinterachse würde ein ziemlich hässliches Geräusch machen. Also die nächste Investition wäre nicht schlecht, wenn man mehr PS, also einen PS-starken Traktor kauft. Noch ein Fast Track. Ja, der hat, glaube ich, was hat der nochmal? Wollten wir nicht mal hier den Challenger holen? Challenger? Achso, ja. Ja, gut. Könnten wir auch. Wir könnten uns natürlich auch den MT-800E holen. Oh, ich weiß nicht. Der kostet allerdings 400.000. Ja, das ist viel. Zoll mal aus der Bordkasse. Ein Challenger, ja. Oh, der Challenger wäre auch eine gute Idee, was ich meine. Dagegen steht aber, gut. Der Challenger mit hochgepimpt 900, oder? Wie viel? Ja, 900 PS für 400. Ne, Moment. Ja. So viel Geld kriegen wir doch erstmal. Korrigiere! Kosten. Der kostet, wenn er die volle Motortuning, das volle Motortuning kriegt, kostet der Challenger MT-800E 498.000. Da steht der Fast Red Brute dagegen mit voller Motorleistung mit 317.000. Plus minus. Also ich würde sagen, erstmal einen zweiten Fast Red. Oh, Den Challenger kannst du auch dann auch noch fürs Grubbern nehmen. Kannst du den Fast Track auch? Wohl, fürs Sehen auch. Ja. Der fährt ja da nur der Fast Track hat 600 noch was PS. Der Brute, wenn er voll aufgerüstet ist. Also den wir jetzt haben, der hat. Was hat er? 646. Das reicht für alles. Das Ding richtig ausrichten. ...77%. Roro, abtanken. Bin gerade voll in Arbeit. Du bist aber schneller als wie ich. Wie jetzt nochmal, Roro? Was? Nee, kann nicht sein. Ich kann gerade sagen, ich hab mich doch verhört, oder? Nur mit der Arbeit auf jeden Fall. Ne? Boah, was geht? Junge, das ist das Knöpfchen. Die Sau arbeitet ja mal. Hä? Hat sich die Lohnkürzung doch gelohnt. Wie, hä? Lohn und Kürzung versteht Roro nicht.
Weil bei null Gehalt. Länger und arbeiten verstehen Robo nicht. Und Lohn und Kürzung genauso wenig, weil bei null Gehalt kann man ja auch nichts kürzen. Stimmt. Das stimmt. Die Hälfte von gar nichts ist auch gar nichts. Nächste? Da muss ich jetzt wieder an den einen Kurzcomic denken. Irgendein Scheich ist bei Dagobert Duck zu Gast. Und er merkt dann, was für ein wunderbarer Butler Baptist ist. Und er will den unbedingt abwerben. Der sagt immer, ich zahle Ihnen doppelt so viel, wie Sie hier verdienen. Nein, tut mir leid. Ich zahle Ihnen dreimal so viel, wie Sie hier verdienen. Nein, tut mir leid. Dann Donald zu Baptist. Also ich finde es ja wunderbar, dass Sie das Angebot des Scheiches immer wieder ausgeschlagen haben, obwohl er Ihnen das Dreifache Ihres Gehaltes geboten hat. Und Baptist dann so ganz trocken, das Dreifache von gar nichts ist auch gar nichts. Das stimmt. 85%. Also sage ich erstmal zu dir. Wer die Idee wert, ja. Taktischer Vorteil Deluxe. Fahr ich mal auf die Straße. Schaffst du das bei deinen Schlängellinien? Was für Schlängellinien? Schade, ich dachte, der geht jetzt mit Vollgas in die Kurve. Das wäre was gewesen. Hätte ich auch gedacht. Nein. Hätte ich von ihm auch erwartet. So wie vorhin, so was umgekippt wird. Ach, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe eher mit einem extravaganten Dreher gerechnet. Wie war das noch? Fährst du quer, siehst du mehr? Wie gesagt, also wenn wir das Flügen mit anmachen, ich habe das ja im Singleplayer mal ausprobiert, dann müssen wir nicht bei jeder Ernte pflügen, wie mir aufgefallen ist. Okay. Nein, man kann, das habe ich jetzt auch in einem Ladebildschirm gesehen, nach keine Ahnung wie vielen Monaten ich das Spiel jetzt spiele, kam dann endlich mal diese Info, dass man, wenn man gepflügt hat, dreimal ernten kann und dann muss man wieder pflügen. Das heißt, wir pflügen einmal eine Ernte, zwei Ernten, drei Ernten und dann bei der vierten, vor der vierten muss dann wieder gepflügt werden. Mhm. Da macht's dann auch nichts, dass man mit dem Pflug nur 10 km/h fährt. Ja, aber man muss ja erstmal alles pflügen, ne? Und das dauert ja. Ja, ich sag ja, da macht's dann auch nichts, dass man mit dem Ding nur 10 km/h fährt. Da kaufen wir uns dann 2 Stück von und fertig. Obwohl, nee, geht ja auch nicht. Der braucht ja auch 350 PS. Das war dann wieder knapp. Dann nehmen wir den Fastback hier. Macht doch Challenger. Stimmt, der ist auch ganz gut dafür. Besonders mit den Flügen, die ich aus dem, aus dem Mod hab. Das sind, glaube ich, einige der breitesten, die es gibt. Und die zieht er nicht hinter sich her, sondern hebt er komplett an. Was ich persönlich ein bisschen besser finde, weil das Wendemanöver stark erleichtert.
klar, haben wir es geschafft. Wie gesagt, und mal gucken. Rudern. Kurbel. Boah, hier sind hier Schwarzbohnen auf der Straße. Ja. Was? Der hat aber mir 8 km/h. Wer? Ja. Der Deutz. Ja. Top, ist die Hälfte von dem, was ich bringe. Habe ich wenigstens einen Vorteil. Ah! Danke. 12 km/h. Zeit hier vorzuarbeiten. 13 km/h. Schön. Scheiße, der wird schneller. Der Rohr ist noch ausgestiegen und schiebt. Ja, von nichts kommt nichts, ne? Da stelle ich mir bei der Amazone Condor aber ein bisschen complicated vor. Ja, muss der Rohr durch. Immer ich. Was machst du jetzt, Roro? Was mache ich wohl? Ja, keine Ahnung. Däumchen das ist aber immer so die Sache. Hm. Machst du mal was oder machst du nichts? Ich mache immer was. Naja. Schwierig. Weil du kannst nämlich gleich abdanken. Feld ist gleich fertig. Und da steht er unten. Du brauchst doch einfach nur unten am Laster vorbeifahren. Naja. Drehst du Rohre ein? Ich habe hier keine Zeit. Stimmt, das würde Ronny ja seine Arbeit abnehmen. Hast ja recht. Er wird immer fauler bei uns, weißt du das? Antwortet noch nicht mal, so eine Schweinerei. Weiterhin wird da noch Blitzen rauskommt bei euch. Merkst du es? Jetzt reden wir angeblich nur noch Blödsinn, ne? Darf ich hab jetzt gar nichts mehr. Na, wenigstens unterhalten wir zwei uns noch. Oh, Wander. Wir sprechen wenigstens über die Arbeit. Jo. Ich arbeite auch die ganze Zeit. Denkst du, ich drehe Däumchen hier oder was? Nein, Güte, ihr. Aber eben. Hallo, was machst du denn da auf mir alles andere? Jetzt fährst du doch über den LKW. Der Roro macht doch nichts. So kommt er nie ans Arbeiten, wenn du ihm alles abnimmst. Komm doch, Söhne. Auch wieder rum. Guter Einwand, lass ich gelten. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Na, gucken wir mal. Soja. 1,5 bei Gommets Rate Access. 1,5? Ist gut. Wo denn der gewesen? Unten links, da. Ach, so Gott. In die Stadtzone circa. Hinten, hinterm Händler irgendwo, glaube ich. Ja, haben wir hier noch so einen Kipper? Oder hatten wir nur einen? Wir haben nur einen. Wir hatten nur einen. Wir wollten uns immer mal einen zweiten holen, aber ja. Schied. Ja, das ist ja das Problem, was wir manchmal hatten. Uns fehlt einfach ein zweiter Kipper. Ich hätte ja gedacht, holen wir uns einen Tandem-Anhänger, also so einen kleinen, so einen 25-Liter-Anhänger oder so. Aber nö, selbst den wollten wir ja nicht. Ja, wenn dann so einen großen.
Lohnt sich mehr. Ja, ein kleiner ist zwischendurch auch ganz hilfreich. Na gut, wir haben aber erstmal 65.000. Also. Na gut, jetzt na, mal sehen. Mal gucken. Wieso belädt er nicht? Hä? Belaut doch. Vielleicht bist du nicht richtig unten drunter. Ey, noch rösch unten drunter geht gar nicht mehr. Welche Taste drückst du? Okay, ne, dann müsst ihr normalerweise von alleine. Nein. Dem musst du sagen, dass er beladen starten soll, aber musst erst vorher auswählen. Und dann musst du auswählen, welches. Nee, wenn du das auch schon drin hast. Selbst dann musst du ihm sagen, dass er beladen soll. Genau. Erstaunlich, so wie Rohrer gefahren ist, dass die Red Bull-Dose immer noch steht im LKW. Die ist festgeklebt. Kann nicht jeder. Was, das festklebt? Die habe ich mit meinem alten Kaugummi festgeklebt. Vor allem in der Kaugummi, der ist so groß, der hat den Zwischenraum zwischen Dose und Armaturenbrett komplett ausgefüllt. Boah. Muss ich ja jetzt wieder an manche Schulen in den USA denken, wo Schüler, wenn sie Strafarbeiten machen müssen, die Kaugummis unter den Tischen wegkratzen müssen. Gibt's wirklich? Ja. Also ist einfach widerlich. Naja gut, zugegeben, wenn es getrocknet ist, dann geht's ja einigermaßen, aber wenn es frisch ist, trotzdem dann ist es eklig. Wie schon gesagt, wenn es getrocknet ist, dann geht's ja noch einigermaßen, aber... Sander, du bist doch jetzt... frisch ist. Du bist doch jetzt fertig mit denen, oder? Ja, mit den Nerven bin ich fertig. Weil dann kann man nämlich Träger wechseln. Willst du weitermachen, oder? Nee, ich tu nur so. Okay. Kann ich gibt Kohle! Ui! Kleingeld. Junge, aber ja, geh auf das Ding aber langsam. Diese Denkung. So. Ach, scheiß drauf, gestern kommen wir nicht. Das war gestern. Die Amazone hat übrigens auch nur 14 Meter noch was. Also sind etwa vergleichbar mit dem Grubber. Okay. Aber der LKW muss bald mal getankt werden, ey. Echt? Der hat nur noch 600. Hä? Jetzt stieg grad der Sprit. Der hat einen gigantischen Tank, also wenn wir den tanken, das wird teuer. Das wird teuer. Aber dafür müssen wir das auch nur alle Jubeljahre machen. Ach nee, das da. Hä? Nee. Was? Nicht vergessen, das links ist die aktuelle Verbrauchsberechnung. Ja. Das so, rechts ja, ist, gut, der, dann, ist der dann, Start. Dann passt ja. So, ich werde mal waschen hier. Wie, du wäschst dich? Ist doch gar nicht neuer. Nein. Ich wollte gerade sagen, und Weihnachten ist auch noch in weiter Ferne. Die Maschine. Oh, das hat man doch erst. So, danke, ist das hier klar. Das ist sauber. Ab
apropos, was mir gerade so einfällt, hatten wir nicht letztes Jahr in der anderen Aufnahmesession noch darüber überlegt, ob wir nicht vielleicht auf Flüssigdünger umsteigen? Ja. Auf den großen? Mit 36 Meter? Da, aber na gut, kostet auch eine Menge Kohle, ne? Also. Ja, die Idee war zwar da, aber jetzt haben wir da die zwei Düngestreuer, die großen. Ja gut, kann man ja immer noch verkaufen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Aber da würde ich es erst verkaufen, wenn die beiden Düngerstreuer leer sind. Ja, klar. Das andere ist doch Verschwendung. Ja. Ich meine, diese Selbstfahrspritze, die habe ich mal ausprobiert. Also, die funktioniert ganz geil. Ja. Vor allen Dingen, wenn wir uns dann diesen mobilen Tank da hinstellen. Den es da gibt. Also nicht den für den IT-Runner, sondern den anderen, den 50.000 Liter Tank. Ja. Oh, die Kurbik ist ein Kommunist! Was? Wo ist ein Kommunist? Um die Kurve, gestern Kommunist. Bei dir kam nie irgendwas, oder? Ja, ich spiel mal Roro einfach, ohne zu gucken, rum, weißt du? Volle Möhre! Aber so ist es. Stimmt der Preis dort überhaupt noch? Das sollten wir schon checken. Bei Marys Form kriegt man jetzt mehr. Und du fährst du dahin? Mach ich einfach mal wenden auf der Straße. Ach, die anderen mal. Autofahrer, die fahren doch auch wie die gesenkte Säule, da dürfen wir dann Oma. Genau. Da hab ich jetzt so viel verkauft, dass der Preis dort ganz schön in den Keller gesunken ist, ne? Zum Glück hast du schon mal geguckt. Wie viel brauchen wir für den Fastback jetzt? Muss wieder abkoppeln. 324.000 brauchen wir für den Fastback. Für den zweiten. Ach Quatsch. Hat der LKW schon von vornherein Allrad und sowas drinne? Das weiß ich nicht, aber einschalten kann man es bei dem auch nicht, glaube ich. Ach so. Also, in der Beschreibung steht nichts davon, dass er Allrad hat. Dann kannst du aber nicht einschalten mit dem. Obwohl, ich glaube, das ist eine Schwerlastzugmaschine. Haben die nicht generell Allrad? Keine Ahnung. Glaube schon. Ich meine, die hätten auch in der Realität generell Allrad. Glaube. Eben weil es ja Schwerlastzugmaschinen sind. Ja, da wird jede Achse ja betrieben, ne? Weil der hat ja etliche Achsen. Ich denke mal, jede Achse wird dann ja sowieso betrieben. Muss ja eigentlich, wenn man jetzt. Ja, deswegen so meine ich ja, das ist ja immerhin eine Schwerlastzugmaschine. Und der muss die 1300 PS, die er hat, ja irgendwie auf den Boden kriegen. Wir sind aber schon lange in Überlänge, ne? Macht nix. Ja, das verkauf ich jetzt noch. Okay. Oder doch erst schon in der nächsten Folge? Musst du entscheiden. So, liebe Leute, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Da haben wir da alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Es kann Überlänge.